Der Freigabepot ist dasjenige Feld im Adobe Connect-Raum, mit dem Sie am meisten anfangen können, wenn Sie eine Präsentation halten möchten. Er nimmt in der Voreinstellung, die Adobe Connect-Räume haben, die größte Fläche ein und es gibt drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt einmal die Möglichkeit, auf das Wort Dokument zu klicken. Dann erscheint ein großes Rechteck und auf der linken Seite gibt es die Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu durchsuchen. In dem Moment, wo man das anklickt, ist man bei sich auf dem Rechner und kann eine Datei hochladen, die man im Meetingraum zeigen möchte. Das ist jetzt ein Bild, das ich hochgeladen habe von meinem Rechner aus. Ich kann auf diesem Bild Markierungen einfügen, indem ich neben der Schaltfläche Freigabe beenden auf diese kleine graue Schaltfläche klicke, die mit Zeichnen beschriftet ist. Dann erscheint an der linken Seite des Bildes eine Leiste mit Werkzeugen. Ich kann zum Beispiel auf den stilisierten Stift klicken, vielleicht sogar noch die Farbe ändern. Und dann kann ich alle Ohren markieren, die auf diesem Bild zu sehen sind. Ebenso könnte ich auf das T für Text klicken. Und wenn ich dann irgendwo hineinschreibe, ist das sichtbar für alle anderen. Ich kann entweder nur selbst etwas hineinschreiben oder zeichnen, oder ich kann über die drei Punkte oben rechts im Teilnehmerpot auch das Zeichnen für Teilnehmer ermöglichen. Wenn ich hier draufklicke, dann erscheint neben dieser Zeile ein Häkchen und auch Teilnehmende können dann etwas hineinschreiben oder hineinzeichnen. Wenn man beispielsweise eine Tabelle vorbereitet hat in einer Präsentation und die soll gefüllt werden durch die Teilnehmenden oder eine Zeichnung soll beschriftet werden oder eine Mindmap ergänzt werden, das kann man alles machen, indem man das Zeichnen für Teilnehmer ermöglicht. In manchen Meetingräumen ist diese Zeile ausgegraut, dann ist in den Voreinstellungen des Raumes vorgesehen, dass ohnehin Teilnehmende immer zeichnen dürfen. Die Zeichnen-Funktion funktioniert bei Bildern, funktioniert bei Präsentationen und sogar bei Videos, wenn man auf Pause klickt. Ich beende die Freigabe einmal. Und wenn ich jetzt erneut auf Dokument klicke, dann sehe ich im Verlauf, dass der Name der Datei aufgetaucht ist, wo es vorhin noch leer war. Das heißt, hier im Verlauf landen nach und nach alle Dateien, die man hochlädt. Hier habe ich eine weitere Datei freigegeben. Ich beende die Freigabe und unter Dokument finde ich im Verlauf jetzt zwei Dateien, die ich einmal hochgeladen habe. Unter gemeinsame Materialien findet man verschiedene Materialien, die man nicht selbst auf dem Rechner haben muss, sondern die im Adobe Connect-System bereitgestellt werden. Zum Beispiel gibt es hier eine Uhr. Eine weitere Möglichkeit, mit dem Freigabepot zu arbeiten, ist das Whiteboard. Ich klicke hier auf das Wort Whiteboard. Und es erscheint wenig überraschend ein weißes Feld, das ich jetzt selbst füllen kann oder auch meinen Teilnehmenden zur Verfügung stellen kann, damit sie dort etwas notieren oder skizzieren. Als Beispiel nehme ich einmal die Aufgabe zu sammeln, was man alles zum Frühstück essen kann. Nun können Teilnehmende beliebige Worte schreiben, beliebige Notizen machen. Und eine schöne Möglichkeit, mit solchen Ergebnissen umzugehen, ist es, sie hinterher zu sortieren. Wenn ich hier oben auf das obere Symbol, das ein bisschen aussieht wie ein Mauszeiger, klicke, das heißt Auswahl,
dann kann ich die einzelnen Elemente, die notiert wurden, anklicken und ich kann zum Beispiel alles, was süß ist, nach rechts schieben und alles, was herzhaft ist, nach links. Dazu kann ich das anklicken und sortieren. Und so kann zum Beispiel ein Brainstorming gemacht werden. Man kann die Ergebnisse einer solchen Skizze, einer solchen Bearbeitung des Whiteboards auch abspeichern. Wieder klicke ich in die drei Punkte und wähle aus Momentaufnahme exportieren. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal als PNG speichern. Das heißt, es wird eine Bilddatei in einen Ordner Ihrer Wahl auf Ihren Computer gespeichert. Oder Momentaufnahme senden bedeutet, es wird eine Bilddatei per E-Mail an Ihren Account, mit dem Sie sich angemeldet haben, geschickt. Das funktioniert übrigens nicht nur bei Whiteboards, sondern auch bei allen anderen Ergänzungen, die man skizziert hat, also auch bei Präsentationen oder Bildern. Die dritte Möglichkeit, mit dem Freigabepod umzugehen, ist es, eine Bildschirmfreigabe zu machen. Ich klicke oben links auf das Wort Bildschirm. Und dann bekomme ich eine Auswahl. Ich kann entweder ein Vollbild freigeben. Ich habe hier drei Monitore angeschlossen. Wenn Sie nur einen Monitor haben, gibt es hier nur ein Feld, das Sie freigeben können. Ich kann Anwendungen freigeben. Hier werden gerade alle Programme, die ich geöffnet habe, angezeigt. Das könnte ich freigeben, wenn ich zum Beispiel etwas Bestimmtes nur zeigen möchte, wie man ein Programm verwendet, ist es nicht notwendig, dass der ganze Bildschirm freigegeben wird. Oder ich kann bestimmte Fenster freigeben. Das ist nochmal unterteilt. Wenn ich Programme mehrfach geöffnet habe, wie hier zum Beispiel mein E-Mail-Programm, der Posteingang und von meinem E-Mail-Programm die Erinnerungsfunktion, dann kann ich entscheiden, welches von diesen beiden Fenstern ich freigeben möchte. Bei Anwendungen stünde hier nur mein E-Mail-Programm an sich und ich könnte beide dieser Fenster freigeben. Oft ist es sinnvoll, ein Vollbild freizugeben, denn wenn man sich für ein einzelnes Fenster oder eine einzelne Anwendung entscheidet und von dort aus auf die Idee kommt, man möchte doch noch schnell etwas anderes zeigen, dann sehen es die Teilnehmer nicht. Ich gebe einmal meinen zweiten Monitor frei. Dort habe ich den Datei-Explorer geöffnet. Und für Teilnehmende sieht das Bild dann so aus. Es ist mein Monitor zu sehen, wo der Datei-Explorer freigegeben ist. Wenn ich die Freigabe beende, sehen Teilnehmende wieder ein leeres Feld. Zum Vergleich gebe ich jetzt mal einen Teil meines Bildschirms frei. Ich klicke auf Bildschirm. Aber nehme dann keinen kompletten Monitor, sondern suche mir hier als Anwendung das Snipping-Tool heraus, mit dem ich ein kleines Stück des Bildschirms abfotografieren kann. Das gebe ich einmal frei. Und meine Teilnehmenden sehen jetzt das Fenster meines Snipping-Tools und dort, wo der Rest meines Bildschirms ist, wo für mich etwas zu sehen ist, sehen meine Teilnehmenden aber nur blaue Karos auf weißem Grund. Ich klicke auf Freigabe beenden und sehe wieder meinen leeren Freigabepod. Eine Sache, die man wissen muss, für mich als Veranstalterin verschwindet mein eigener Adobe Connect Raum, wenn ich einen Bildschirm freigebe. Ich führe das einmal vor. Ich klicke hier auf Bildschirm. Sage, der erste Monitor soll komplett freigegeben werden. Was wir im Moment gerade sehen, ist mein erster Monitor. Und wenn ich auf Freigeben klicke, dann verschwindet die Oberfläche meines Adobe Connect Raums komplett von meinem Bildschirm und ich sehe nur das, was dahinter auf meinem Monitor ist. Ich kann dem Chat noch folgen. Wenn ich hier unten in der Zeile, die dann entsteht, auf das Wörtchen Chat klicke, dann sehe ich den Chat. Ich kann meine Teilnehmerliste anschauen, wenn ich hier auf diese stilisierten Menschen klicke. Dann sehe ich meine Teilnehmerliste, aber meine Meetingraumansicht ist zunächst einmal verschwunden. Erst wenn ich die Freigabe beende,
sehe ich den Meetingraum wieder so vor mir, wie ich es gewohnt bin.